Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren muisaftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn in der letzten Episode haben wir angefangen, eine Verteidigung zu bauen auf der Nordostseite quasi. Das heißt, auf der anderen Seite des Bachs. Dort haben wir jetzt zwei Türme aufgestellt und wie es weitergeht, nach dem Intro. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder. Ihr seht, ich war schon mal fleißig und ich habe die Türme miteinander verbunden mit einer Art Hängebrücke. Naja, was heißt mit einer Art Hängebrücke? Es ist eine Hängebrücke. Die habe ich hier rüber geballert. Das heißt, man kann jetzt von Turm zu Turm rennen. Und ich habe hier schon mal angefangen, eine Palisade zu setzen. Da kommt dann noch was davor. Ja, also ist noch lange nicht fertig. Aber das ist sozusagen der Startschuss für unsere Verteidigungsmauer. Und dafür brauchen wir natürlich wieder Holz in rauen Mengen. Und das beschaffen wir uns. Ne, warum auch nicht? Das beschaffen wir uns jetzt ganz auf tiefenentspannt. Direkt hier aus dem Wald. Ich musste übrigens, ihr seht es gerade bei dem Turm da drüben, ne? Ich musste extra einmal anbauen, damit ich überhaupt Holz da hoch schaffen kann und natürlich das Seil. Es ging anders nicht und ja, so ist es. Zack. Zack. Ich will hier nämlich auch zubauen. Es wäre also gut, wenn hier zu ist. Zack. Da wird er mir hier so ein Ding hinsetzen. Das möchte ich aber allerdings nicht. Hier kommt wahrscheinlich nicht mal irgendwer durch, aber... Ne, ihr wisst, Perfektionismus und so. Das sollte schon reichen. Das sollte jetzt wirklich reichen. Da kommt nicht mal ein Baby mehr durch. Also, das ist okay. Ist nicht optimal, aber er möchte halt da ansnappen und das ist ein Problem. Er soll ja nicht ansnappen. Übers Wasser rennen die nicht, das ist unser Vorteil. Also eigentlich haben wir einen relativ natürlichen Schutz dort. Das ist ja schon mal unser kleiner Vorteil quasi. Wie schön, ja, dir geht's gut, ja? Schön. Jetzt brauchen wir natürlich Holz in rauen Mengen. Aber das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Solange wir langsam aber sicher auch wirklich einen Verteidigungswall bauen, der auch ein bisschen Effizienz reinbringt, ist alles tutti. Das heißt, wir bauen dann natürlich auch wieder Stock ohne Ende und so weiter und so fort. Aber ja, gut. Verteidigung kostet Geld in rauen Mengen. In dem Fall Baumaterial in rauen Mengen. Unser Holz ist übel, was hier alles jetzt drauf geht. Aber was tut man nicht alles für ein bisschen Sicherheit, ne? Die brauchen wir auch. Holz brauchen wir ohnehin. Jetzt wäre so eine Kettensäge ganz geil. Gibt so zwei Sachen, die ich noch gerne hätte, auf jeden Fall. Eigentlich drei. Einmal der geile Bogen. Dann eine Kettensäge. Und das Katana wäre super. Für unsere Kämpfe wäre das optimal. Ich sehe schon kommen, dass ich gleich irgendwann den falschen Baum abreiße oder so. Das wäre natürlich mies Belastung. Aber passieren kann's. Everything is possible. Ihr wisst Bescheid.
Außerdem reden wir hier von mir. Von daher ist es gar nicht mal so abwegig, dass das passiert. Ich finde das gerade so schön, hier einfach auch mal zu bauen. Ich genieße das gerade ein bisschen. Es ist einfach auch mal eine schöne Abwechslung, ne? Ich meine, wir waren jetzt neulich noch irgendwie 3 Episoden am Stück in der Höhle. Und jetzt machen wir einfach mal auch was anderes. Ein bisschen bauen und so weiter und so fort. Das finde ich persönlich nice. Es macht Spaß. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz am Start. Klar, wir könnten jetzt extra den Wagen beladen. Immer hin und her und so weiter. Oder man baut jetzt einfach so weiter. Ist ja auch kein Problem. Dann läuft man halt mal 2-3 Meter. Ist ja kein Thema. Okay, auf den Stein will er nicht bauen. Verstehe. Das heißt, wir gehen jetzt so straight hier runter. Dann wäre sozusagen schon mal die erste Palisade als solches fertig. Also sobald wir die angespitzt haben zumindest. Voll gut. Ah, dass man die Dinger miteinander verbinden kann, das wusste ich nicht. Der Gedanke, dass man das mal ausprobieren könnte, der kam mir schon ein bisschen eher. Und jetzt habe ich es einfach mal probiert. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Auf die Art und Weise können wir da drüben dann den Wall auch bauen. Oh. Erstmal eine Lücke in den Zaun gebastelt, in die Palisade hier. Das geht ja mal gar nicht. Junge, Junge, Junge. Das ist nicht akzeptabel. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Holz rumliegen. Ist doch super. Ganz auf Tiefen entspannt. Ausgezeichnet. Ich weiß noch nicht, wie weit ich in den Fluss rein muss. Damit die da nicht reinlaufen. Aber ich glaube ein bisschen. Kleines bisschen muss noch. Oh yeah. Nee, hier ran. So. So. Aha. Sobald ich schwimmen muss, brauchen wir da auch keine Dinger mehr. Das ist gut, weil die können nicht schwimmen. Das haben wir ja jetzt herausgefunden. Die haben in der Schaufelhöhle, haben die ja so krass verkackt.
Weil sie meinten, da rum zu schwimmen. Und die sind halt abgesoffen, weil sie es nicht können. Die haben es nicht drauf. Da sag ich nicht Nein zu. Da sag ich überhaupt nicht Nein zu. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass sie so geil absaufen. Ich feier das. Jo, dann sollte das doch passen. Einmal anspitzen die ganze Kacke da. Da muss dann nur noch die Verteidigung drumherum gesammelt werden, aber das kriegen wir hin. Wie viel haben wir denn hier geplaced? Das ist voll gut. Das ist richtig gut. Virginia. Die lässt einfach noch mal ein bisschen Liebe da. Das finde ich immer ganz sympathisch von ihr, muss ich zugeben. Geil! Damit wäre die erste Wall fertig. Sieht doch mal sick aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Schönes Ding. So, dann können wir hier erstmal Brücke weiterbauen. Die ist nämlich noch nicht fertig. Die hätte ich gerne noch in fertig. Dafür brauche ich Holz. Und das nehmen wir hier von Alpha Kevin. Das nehmen wir jetzt von ihm. Ich muss gerade mal schauen, ob das hier die richtige Höhe hat. Ja, das könnte man doch so anbieten. Dann haben wir nämlich hier... Ja, höher darf es doch nicht sein. Dann haben wir hier nämlich so einen schönen, sinnvollen Schutz. Damit wir nicht besoffen von der Brücke fallen, das können wir ja nicht verantworten hier. Zack. Und next. Okay. Hätten wir auch niedriger machen können. Aber ich hab mir gedacht, ja, die Höhe hier, die hat was. Das ist schon okay so. Virginia läuft hier auch wieder rum. Wir sind ja voll der Holzvernichter gerade. Aber, ja, haben wir ja auch im Überfluss da, ne?
unser Holz. Ja, es ist vollkommen geil so. Es wird gleich wieder Nacht, oder wie? Das ist nicht gut. Wo ist Kevin? Ich hoffe, der holt Holz. Kevin? Der ist aber jetzt nicht hier drin, oder? Nö. Ach doch, da. Der macht gerade ein bisschen Pause. Aber ganz ehrlich, soll er ruhig machen, ist okay. Er hat ja auch wieder ein bisschen Holz rangeholt und so weiter und so fort. Sei ihm gegönnt. Ungern zugegeben, aber es sei ihm gegönnt. Vor allem die halben Dinger lässt er mir ja dann auch in Ruhe. Immerhin. Oh yeah. Die halben Dinger lässt er ja. Das heißt, wir kriegen die Brücke wohl fertig. Hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie viel Schädel wir da haben und so, weil wir brauchen natürlich auch für diese Brücke eine Beleuchtung, ne? Man muss ja auch im Dunkeln was sehen können. Folglich brauchen wir Lampen. Lampen, Fackeln. Und was das Sons of the Forest Herz noch so begehrt. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ich nehme ihn mit. Ist hier noch mehr Holz? Nö. Ich würde auch ungern alles an Holz mitnehmen, was ich hier so finde. Okay. Wird langsam, aber ich habe den Eindruck, es wird dunkel. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Sagt auch OBS. Also ein bisschen geht noch. Nö. Ja. 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 Da können wir dann erstmal gleich eine schöne Beleuchtung bauen. Vielleicht machen wir das auch erst in der nächsten Episode. Aber die Brücke, die muss auf jeden Fall fertig werden. Jetzt zeitnah. Am besten halt auch mit Beleuchtung. Das wäre halt schon echt hübsch. Das wäre schon sweetestens. Wenn wir die so weit fertig kriegen. Dass es halt auch nach einer Brücke aussieht, ne? Virginia ist auch wieder am Hin- und Herlaufen. Aber wenn Alpha Kevin gerade so fleißig ist mit dem Holz, können wir bald auch den Steg auch erstmal bauen.
Nein. Fast verkackt. Virginia, steh mir nicht in der Sonne. Welche Sonne? Vier brauchen wir noch. Das heißt zwei Stämme. Sehr schön, sehr schön. Und Alpha Kevin ist halt weiter am Arbeiten, ne? Das ge... Nein, ich hab's verkackt. Oh. Können wir mal mit reinnehmen für Vollholz. Können mal unser Campfire ein bisschen aufbauen. Nee. Das kann da auch noch drauf. Dann haben wir ein bisschen mehr und größeres Feufeu. Scheiße, Alter. Jetzt schneit es halt nochmal richtig heftig irgendwie. Das ist alles nur, weil ich gerade so minimal verkackt habe. Ist aber auch so geil, dass teilweise die Eingeborenen mir das Holz klauen wollen und so. Ich finde das schon echt nice, was sie hier teilweise reingebaut haben. Gut, aber Leute, dann gehen wir mal rein, speichern den ganzen Lachs ab. Haben wir heute wieder ein gutes Stück Arbeit geschafft. Ist so, würde ich sagen. Ladies and Gentlemen, damit sind wir höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung am Steckenknopf findet ihr meinen Partner Insel Gaming Triebwerk und den Entenmerch verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.